Ist der da? Ist so geil, der ist niemals 20 Meter von mir entfernt. Nicht in einer einzigen Sekunde des Spiels jetzt immer. Oh, hier haben wir eine Karte. Was haben wir hier noch Schönes? Ladungspack. Ein Schreibtisch. Da schreiben wir jetzt erstmal Abmahnung an die Entwickler. Ich verkriech mich mal unterm Tisch und dann gucken wir mal, was die Wundertüte sagt. So, da waren wir. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Bringen Sie die medizinische. Ja, irgendwie müssen wir zu Taylor. Irgendwie. Da sind große Räume. Ach, da ist eine Tür jetzt. Da können wir weiter. Das heißt, wir müssen gleich wieder runter, wie es ausschaut. Wir gucken nochmal, was hier oben abgeht und dann müssen wir irgendwie wieder runter. Bauen wir noch mal was? Bauen wir noch mal was? Ein Medikit vielleicht? Eine Rohrbombe? Ich möchte eine Rohrbombe haben, dass ich diesen blöden Friedrich in die Hölle jagen kann. Ich rüste hier schon mal auf. So. Achso, jetzt haben wir eine Blendgranate ausgewählt. Ich will aber die Rohrbombe auswählen. Leuchtfackel ist voll. Scheiß auf Leuchtfackeln. Noch eine Leuchtfackel. So, auf Terminal zu greifen. Was haben wir denn hier Schönes? Privatfehler. Fehler. Unzulässiger Suchvorgang. Freigegeben. WJ sind Jahre voraus. Achso, Valent Yutani. Haha. Bericht. Smite oder sowas? Leiter der Synthetenentwicklung. Habe soeben die Baupläne für den 120A8 erhalten. Ich weiß ja nicht, wie viel wir unseren Maulwurf zahlen, aber Seekson wird eine ganze Menge mehr hinlegen müssen. Für Weyland Yutani ist das alte Technologie, aber es überschreitet unsere Möglichkeiten bei weitem. Unsere Chefs und Aktionäre hören einfach nicht zu. Wir brauchen Investitionen. Die Firma und alle ihre Ableger sind uns Lichtjahre voraus. Schön für dich. Audio, Ihr Bericht, den hören wir uns mal an. Miles, ich habe mir Ihren Bericht über die Weyland-Yutani-Androiden und Ihre Vorschläge zur Verbesserung der Hiwis angesehen. Ich weiß Ihre Bemühungen sehr zu schätzen, aber Sie müssen verstehen, dass wir uns in verschiedenen Welten bewegen. Ihre ist voll von Hochrechnungen und Schätzungen. Meine verfügt über eine Vorstandsetage und 8000 Dollar Anzüge. Es läuft auf Folgendes hinaus. Ich muss mich ums Geld kümmern, mein Freund. Ich habe Sie angestellt, weil Sie am günstigsten waren, nicht am besten. Finden Sie einen Weg, die Kosten zu senken, okay? Dann zum Ende. Okay. Zubehör, Fehler, Fehler, kann nicht gesendet werden. Okay, dann haben wir hier alles. So, die Leuchtfackeln kriegen wir nicht. Karte haben wir. Dann gehen wir mal weiter. Einmal rumgedreht. Da ist eine tote Leiche. Das ist das, wo ich das Alien reingejagt habe, oder? Oder ist das Alien jetzt nur hier? Oh. Rauchgran. Was? Bauplan verbessert. Öffnen Sie das Menürad. Okay. Und speichern. So, aber erstmal knien wir uns nieder. Und dann gucken wir mal. Rauchgranate. Da.
So. Dieses beim Aufprall explodierende Gerät setzt eine Rauchwolke frei, die die Sicht behindert. Diese verbesserte Version erzeugt Rauch, der länger anhält. Als modifizierte Annäherungsvorrichtung eignet sie sich als Falle, die von Feinden ausgelöst wird. Vielleicht sollte ich öfter mal Fallen bauen. So. Und dann gucken wir mal. Oh, noch einer? Ist ja jetzt ein anderer Raum, ne? Ja. Dann gucken wir hier auch nochmal rein. Privat. Hiwi-Geschwafel. Russell, hier ist meine tolle Rede für die potenziellen Kunden heute. Was halten Sie davon? Spedding macht mich kalt, wenn die nicht anbeißen. Herzlich willkommen, meine Herren. Willkommen im Herzen der Sevastopol Synthetic Solution. Nächster Halt auf unserer Tour ist der Sys-Tech-Turm mit dem Apollo-Kern. Aber zunächst ein Beispiel für Androiden-Selbstführung. Benötigen die Apollo-Syntheten eine größere Reparatur, als die Werkstatt durchführen kann? Kommen Sie hierher. Wir sind davon überzeugt, dass dies die erste Lieferung vollautomatischer Syntheten-Reparatureinheiten ist. Ganz ohne den Einsatz menschlichen Wissens, ganz ohne teures Training. Alle Daten kommen direkt von Apollo. Jeder Eingriff wird in den Logs gespeichert. Meine Herren, so sieht die Zukunft aus. Morgen gemeinsam. Lagerinventar. Russell, die von oben wollen eine Komplettübersicht über das gesamte Komponentenlager. Ein paar der Sachen da sind nützlich, ein paar sind Schrott. Schätzwerte wollen sie auch. Smite, ich nenne ihn mal Smite. Freigegeben, Fehler, unzulässiger Suchvorgang. Audio, Ebios Lesefehler, Fehler 0x04 oder mal 4. Block 0 mal 0, Sektor 0. Zubehör, Fehler, ungültiges Argument. Okay. So. Ach ja, speichern mal. Dann schauen wir doch mal auf unsere Karte. Dann gehen wir einmal geradeaus runter. Oben haben wir ja alles. Dann gehen wir mal die Treppe hinunter. Oh, was war denn das? Ach was. Ach was. Ich kann einfach damit zuhauen, wenn ich R rechts drücke. Wenn ich R1 oder so drücke. Das habe ich doch einmal beim Androiden versucht. Da hat sie nicht zugeschlagen, als der unter Strom stand. Da ist eine grüne Tür. Da war ich noch nicht. Ob da jetzt mal die Luft rein ist? Nee. Ist er jetzt oben? Taschenlampenbatterien ist voll. Taschenlampen ist immer noch voll, obwohl ich die jetzt extra schon... Bindemittelschrott. Da ist eine Ausweiskarte. Er ist oben. Er ist oben. Es ist oben.
Da ist ein Lüftungsschacht in der Mitte. Achso, und hier bin ich hochgegangen. Hier ist eine Sackgasse. Scheiße. Ruhig sein. Na gut, dann gehen wir jetzt wieder nach Süden und dann nach Osten. Subkutane Impfpistole. Ausgezeichnet. Ist da noch was drauf? Keine Ahnung, scheiß drauf. Oh, sieht schön aus, wie auf der Nostromo. So, hier haben wir noch ein Terminal. Oh, Ethanol. Schrott. Haben wir ja mittlerweile auch nicht mehr so viel. Seeks and tomorrow together. Ja, du mich auch. Sieht aus wie ein Propagandabild. Und es ist wieder hier. Ist hier ein Lüftungsschacht? Nee. Der ist wohl ein hier drüber. Ist hier noch was? Da ist ein Mülleimer oder so. Ein Mülleimer. So, gut. Auf Terminal zugreifen. So, jetzt kommen wir ja wenigstens immer ein bisschen voran. Privat. Fehler. Unzulässiger Suchvorgang. Freigegeben. Morgen gemeinsam. Zwei. Morgen gemeinsam. Seeksons Reise in den Kolonialweltraum. Eine offizielle Chronik von Sebastian Sieg. Zuerst erschien in Auge auf Seekson. Unser bemerkenswertes Wachstum. Sieg und Sohn wurde zum Rückgrat in der kolonialen Ausbreitung mit Überlichtgeschwindigkeit, mit verlässlichen Komponenten, die die Menschheit in den Weltraum brachten. Hierdurch wuchs das Unternehmen und im Jahr 2066 betrieb es große Produktionsstätten in London, Buenos Aires, Nagasaki und Shikhard-Wagentin. Was ist das denn? Shikhard-Wagentin kenne ich nicht. Achso, auf dem Mond. 2017 verkaufte die Familie Sieg ihre Anteile an die Firma und Entwicklung hielt stetig an. Rivalen und Gegner sahen mit Neid dabei zu, wie Sieg und Sohn zu Marktführern bei der Produktion von Autos, Chemikalien, Bildungsausstattung und Baumaterialien wurde. Zu Ende des letzten Jahrhunderts kam es zu einem Ereignis, das unsere gemeinsame Zukunft einläutete. Aus Sieg und Sohn wurde Seekson. Wir nahmen den Namen, unter dem unsere Kunden uns schon seit Jahrzehnten kannten und wandten uns gemeinsam dem Morgen zu und den Sternen. Ja. Audio, VIP-Besuch. Smythe, haben Sie Ihren Text für die VIP-Besucher heute gelernt? Wir müssen Eindruck schinden. Man hört Gerüchte, dass das die letzten potenziellen Besteller für eine Ladung Sevastopol-Hiwis sind. Falls die sich für Weyland-Yutani-Schrott entscheiden, stehen die uns von Seekson zugeteilten Jobs auf der Erde auf dem Spiel. Dann geigen sie das nicht. Spedding Ende. Okay. Zubehör, Fehler, ungültige Datei. So. Den Raum haben wir gesäubert. Karte. Dann haben wir schräg noch einen gegenüber. Hä? Achso, das ist der hier, oder was? Nee. Hier? Ziel aktualisiert. Verschaffen Sie sich Zugang zum Warenlager. Was hab ich nur getan? Oh, schlechte Luft. Hier nicht. Speichern. So, was haben wir hier Schönes?
Sieht aus wie eine Bahnverbindung. Ist da unten jemand? Oh, da ist ein Androide drin. Gerät unzureichend. Hier kann ich noch nichts machen. Ich speichere trotz... Ich speichere mal. Dann gucken wir erstmal, was hier oben abgeht und dann gehen wir wieder runter. So, Seeksen Synthetics. Anlagen... Observation. Ziel, bringen Sie die medizinische Ausrüstung zu Taylor. Begeben Sie sich durch Seeksen Synthetics, um eine alternative Route zurück zum Transit zu finden, bei dem Sie sich von Samuels und Taylor getrennt haben. Verschaffen Sie Zugang zum Warenlager. Na gut, also da die Luft kann ich wohl nur mit Neuverkabelung. Gerät unzureichend. Ja, dann gehen wir wieder runter. Dann müssen wir wohl wieder runter. Wo war ich denn drin? Da war ich drin. Und von geradeaus, genau von da bin ich gekommen, dann gehe ich mal hier rein. Nutzen Sie den Androiden als Zugang zum Komponentenlager. Revolvermunition. So, hier haben wir... Scheiße, ich hab Angst. Nutzen Sie den Androiden als Zugang zum Komponentenlager. Kann ich mich hier erstmal umsehen? Ich sehe mich hier erstmal um. Der ist auf. Hebebühne oder sowas. Was ist das hier? Gehen wir erstmal hier rein. Oh, hier kann ich nochmal speichern. Ausweiskarte. Und den durchsuchen wir mal. Taschenlampenbatterien immer noch voll. Das ist ja was. Schrott. Benutzen. Was ist das? Sicherheitsgenerator. Was haben wir denn? Modifiziert oder was? Finden Sie einen Weg, den Bedarfsandroiden einzuschalten. Mhm, dafür war das Teil, wie es ausschaut. So. Oh, da sind jetzt zwei Sachen. Du meine Güte, verschaffen Sie den Zugang zum Warenlager? Ach ja, das habe ich ja nicht gemacht. Ach, dafür brauche ich ja den Androiden, so denke ich mal. So, Konzentration. Ich habe jetzt Elektroschocker. Aufgeladen oder was? Taschenlampe. Kann ich nicht aufladen. Gut, dann speichern wir mal. Ich mach mal auf Pause und trink was. So, denn ich will ja euch nicht mit diesen komischen Geräuschen belasten. Das hier geht im Kreis. Ich geh mal hier rein. Oh, ich dachte gerade, das ist Sabber. Ich dachte gerade, das ist Sabber vom Alien. So, da scheint hier aber nur
Aha. Sensor. Gut, dann werden wir mal unser Glück versuchen. Ziel aktualisiert, finden Sie einen Weg, den Bedarfsanreden einzuschalten. Strom wiederherstellen. Strom muss wiederhergestellt werden, Alter. Was geht denn hier ab? Ach so, So, ohne Saft geht hier gar nichts. Oh, ein Gabelstapler. Na gut, dann gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Schlüsselkarte benötigt. Ich gehe noch mal hoch. Vielleicht können wir jetzt das Gerät benutzen. Ja, weil wir das ja aufgemotzt haben. Sicherheitszugangsgenerator. So, dann gehen wir mal immer ringsrum, bis irgendwas passiert. Und dann müssen wir das wählen. Und das und... Achso, ist das eine Station immer mehr? Das? Verdammt! Nochmal. Vorher waren es immer drei, jetzt sind es vier. So, da haben wir ihn. Den? Was? Den? Den? Den und den. Geht doch. Errungenschaft freigeschaltet. Siegsten Sicherheitspro. Proxy? Boah, diese krassen Geräusche. Ja, dann speichere ich nochmal, damit wir es nicht nochmal machen müssen, wenn wieder irgendeine Scheiße passiert. Oh, der geht jetzt auch. Dann machen wir den auch nochmal. So, mal sehen, was uns hier drin erwartet. Menschen! Doch nicht. Nur ein Terminal und Stifte und Komponente B. Schrott. Gucken wir mal, was der Terminal sagt. Privat. Bedarfsandroid. Ich nenne ihn mal Spedding wegen dem Doppeldö. Spedding, jetzt wo Sie mich gefeuert haben, müssen Sie von Ihrem Thron runterkommen und selber mit anpacken. Die Leute von der Sevastopol-Stilllegung haben Zugriff auf das Lager, aber es muss über alles Buch geführt werden. Nehmen Sie den Bedarfsandroiden. Schmeißen Sie ihn an, lassen Sie ihn aus seiner Kiste und schauen Sie ihm zu, genau wie ich. Was? Wenn Sie das hier lesen, sitze ich sturzbesoffen in der Gillens Bar. Sie wissen das vielleicht schon, aber für Sie zu arbeiten war die Hölle. Das ist das Beste, was mir hier passiert ist. Smite. Aufzug außer Betrieb. Ich habe soeben eine weitere Nachricht von Spedding erhalten bezüglich des defekten Aufzugs vor dem Androiden-Untersuchungsraum. Meine Leute haben tausend andere Sachen zu tun. Die Reparatur findet also nicht rechtzeitig zum VIP-Besuch statt. Wenn Spedding eine Priorität sein möchte, sollte er vielleicht ein weniger großes Arschloch sein. Der Job ist leicht. Ich kann ohne nachzuschauen sagen, dass die Teile im Komponentenlager sind. Reihe 1, Stapel B. Merken, Reihe 1, Stapel B.
Wenn Sie es nicht finden, fragen Sie den Bedarfsandroiden, solange Sie mich nur in Ruhe lassen. Schief. Was, welche Reihe war das? Reihe 1, Stapel B. Audio. Smythe, Spedding hier.